Ja. Ich sehe gerade, ja, unser Ofen und so ist despawned. Okay, also Lagerfeuer und Ofen hat keine Persistenz. Ah, okay. Wow, wow, wow. Was ist denn hier schon wieder los? Guck mal, was ich mache. Also, siehst du, was ich mache? Du rennst im Kreis Nein, bei ich mir. slide. Bei mir slide ich im Kreis einfach nur. Hör auf jetzt zu sliden. Er hört nicht mehr auf zu sliden. Oh, endlich. Abdrücken. Bleibst du immer stehen. Erstmal die Birne klauen. Ich höre Oh, einen Papa Gegner. ist da. Ich höre einen Gegner. Und auch direkt erst, wenn er vor den Zelten ist, hört man die Knifte. Von wir sagen erstmal so, ja komm, lass mal kurz auf Kevin warten, das Auto leer räumen, so. Zack, Kevin ist da, zack, ich höre ihn schon hämmern, Alter. Das ist ein Lachen. Ja, ich mach grad die Eine Weste ist ein Metallwände zu Auto eben. und noch so eine Metallbarrikade hier, so ein... So. Wo auch immer die hin soll jetzt. Ich komme. Geil, geil. Geil. Direkt umgefahren. Rühr mich nicht an, Dorscher, ich bin sensibel. Habt ihr einen Platz für die Teile hier? Für welche? Also die Für die Barri Barrikaden? ich hätte die ja gerne hier so hingebaut, dass man hier so eine militärische, so einen militärischen Durchgang hat, weißt du? Da musst du hier erst an den Barrikaden vorbei, kannst nicht straight durch, kannst, falls du dich verteidigen musst, hinter den Barrikaden verstecken, so. Nee, hier drinne. Guck mal hier, wo ich stehe, so. Ach du Scheiße, wie du das gerade hältst, wenn du das sehen könntest, ne? Ich sehe das, wie ich das halte. Mach mal eben nichts, warte mal, ich will ein Foto von machen. Jo. Das sieht aus, Alter. Vince, das Beste ist ja gerade daran, dass ich das Admin-Menü habe und mir ein Auto spawnen konnte. Ich bin wahrscheinlich schneller an dem Ort von so einer Trader City, als ich gerade zu Fuß gewesen wäre. Ja, nice, Alter, wenn alles läuft, ist geil, Alter. Ist So, was habe ich noch geil. hier fürs... Ja, ich ich bin muss mal echt eben kurz gespannt. reparieren. Hoch, hoch. Noch fürs Zelt, das noch fürs... Das noch dafür, das dafür. Das Wow, was noch hast du da Das drin? Auto ist mir zu langsam, ich laufe hier hoch. Alter, das ist aber auch eine Steigung. Da sind die bei unserer Base ein Witz gegen Vince. Ist das eigentlich schon ein bekannter Ort Ist ein oder bekannter. okay? So, Vinny, was sagst du hierzu, hä? Oha. Hä? Der ist auch noch heil, der sieht auch noch voll heiler aus. Ja, der ist nur abgenutzt. Oha. Muss aber mal eben das Magazin da Mieser rausziehen wieder. Cheater. Ja. Sind Weiß. übrigens auch zwei Orte, Vince. Jo, Wo? das habe ich schon gelesen. Nur die Orte kannte ich überhaupt nicht. Oh, okay. Der eine ist Kuma Komörner. Und Gesundheit. der andere ist Green Mountain. Wo ist das denn? Green Mountain ist bei Celeno. Lena. Nordöstlich von Celeno, wo diese Baracke, das Gefängnis und das Zelt steht und so. Da in diesem Waldgebiet. Ach da! Da ist eins. Und Komirna, das ist unter Munition Guglovo mache ich schon. bei Schakowka. Da hinten. Schakowka da Guglovo, hast du hinten. das? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich da lasse. Novi Sobor, Stari Sobor. Weiter nach rechts die Straße entlang. Da ist... Novi Sobor, Die da. Warte Straße entlang, mal. da ist ein... Ach da, Guglovo. Und südlich von Guglovo ist das. Bei diesen... Kumirna da. Ja. Was? Genau. Okay. Ja, aber cool, Alter. Womit hast du die jetzt vollgemacht, Max? Womit habe ich was voll gemacht? Mit Sand? Ach, hast du einfach Schaufel genommen und dann... Ja, du nimmst eine Schaufel und Ah, dann... okay.
Alter, das Menü, wo ist voll buggy? Gerade, ich habe voll die... Wenn ich was durch die Gegend schiebe in meinem Inventar, flackert das alles. Hm. Ja, das ist, wenn mehrere am Auto rumfummeln oder so daneben. Ich bin aber weit weg. Ich sagte, oder nebeneinander was machen, hören Sie zu. Ich sag doch gerade, ich bin weit weg. Kilometer. Nö. Dreiste Lüge. Oh yeah. Haben Sie sich schon Ihre geile Weste abgeholt? Gerade eben. Aber die schwarze. Die anderen liegen in einem Zelt. Habt ihr leer schon das Auto? Soll ich hier müssen noch Essen noch drin sein? Ja, warte. Na gut, das ist nicht so richtig. Fressen, trinken, ja, jetzt noch eine die Ergänzungstasche ist da noch dran. Ach so, ja. Okay. Da kommt der Speck rein, da kommen die Spaghettis hin. Und habe ich genug für die Treppe? Ich glaube. Mal gucken, ob ich die Treppe gesnappt kriege irgendwie. Da war sie. Nein, das war sie nicht. Bauen Dach. Geil, danke Kevin für die Weste. Jo, bitte. Der Max hat noch nicht mal den Anstand, sich zu bedanken hier, der Bastard. Ich habe ja auch nur eine schwarze gekriegt. Ja, weil ich keine gefunden habe. Wenn du nein, die nicht willst, GP? Ich hab sie schon an. Vince, gönn dir mal das, den Screenshot, den ich dir gerade geschickt habe. Gucke, ich gucke, ich gucke. So, jetzt brauche ich Loks. Ach was. Lol, wie viel Platz das wegnimmt. Hast du das gerade gekauft da oder was? Nö. Jetzt habe ich ein Spawn-Menü gerade. Also. Oh, Alter, ich und diese Treppe, ne? Irgendwann gehe ich noch drauf wegen der Treppe. Aha. Ja, gestern ist er schon aus dem zweiten Stock gesehen. Haben wir irgendwo Weapon Cleaning Kits drin? Weiter? In den Waffenzelten. Okay, dann schmeiß ich mal hier zu den Kalaschnikows, da ist noch mehr Platz. So. Mein Teddy jetzt hier ins Zelt bringen. Muhahaha. Okay, ist nicht ruiniert. Dann snap doch mal bitte. Bauen Boden. Okay. Heftig, oder? Neuen Slots für den Scheiß? Ach, ich wollte mir doch noch ein Magazin rausholen. Das ist schon echt krass. Also 6 hätte ich noch, ne, als akzeptabel erfunden, aber 9, ne, Alter, ganz ehrlich, dann würde ich auch nicht mit so einem Double Clip Magazin rumlaufen, ne? 9 für ein Double Clip? Scheiße. Ist ja ein bisschen einfacher unterwegs, wenn du einzeln nimmst. Ja. Ist ja voll sinnfrei. Ich nehme die abgenutzte FX schon. Ich hau da mal ein Magazin rein. Ja. Ah, ich habe noch so viel Stuff im Rucksack. Stimmt, ich könnte unsere ganzen MP5s, ich lade die mal alle durch hier mit den Magazinen, ne, weil wir davon so viele haben. Das ist voll. Wie viel ist das? Oh. Okay. Dann halt. Okay, warum auch? Ach, weil da ein Magazin drin. Hä? Okay, also die MP5 hier ist des Grauens verbuggt. Okay. Okay. Der kann man gar nichts. Egal, ich pack's immer wieder rein zum Verkaufen. Ja, da ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, 10 oder 20 Schuss Magazin in der Waffe drin, ich krieg das nicht raus. Okay. Und ersetzt durch ein anderes Magazin krieg ich's auch nicht. So, dass falls hier Krieg ist, ne, dass unsere Jungs hier nur... Du meinst wir? Ja.
unsere Jungs, alle die ins Team gehören, hier nur noch zum Zelt laufen brauchen, sich eine Waffe schnappen und da. Oh, mein Hammer ist ruiniert. Verdammt. So, kann ich euch irgendwie helfen beim Basebuilding hier? Wir brauchen Stämme, wir haben auf jeden Fall keine Stämme mehr. Wenn du die klopfen willst. Wir hatten doch 8 Stück. Ja, die habe ich gerade schon, also 4 habe ich gerade verbraten. Wo sind denn die anderen? Ach, die sind noch im Zelt, glaube ich, in dem kleinen. Ja, in dem blauen hier sind noch 3, glaube ich. 3 Stück und in dem ja. hier ist auch noch ja, die werde ich, den mal raus. Die werde ich gleich verbraten fürs nächste Stockwerk. Jo, warte, ich werf dir den hier mal hin. Baurahmen unten, okay. Jo, stimmt. Ja, ansonsten, ja, stimmt. Bräuchten wir eigentlich nur Loks. Dann stelle ich hier schon mal den Blueprint auf für die Wand hier. So. Kann ich schon? Nein, kann ich noch nicht. Muss ich so und so. Bauen Dach. Mein Teddy ist despawned. Oder irgendwer hat ihn mir geklaut. Also ich habe ihn definitiv nicht. Ich auch nicht. Dann ist er despawned. Armes Duft. Vielleicht weil du nichts drin hattest? Ich glaube, da war ein Papier drin, aber sicher bin ich mir nicht. Stopfe ich da gleich mal ganz schnell wieder rein. Gebe ich ihm den Leuchtstab in den Arsch, Punkt. In die Knasttasche. So. Jetzt drückt mir die Daumen, dass ich beim Bauen nicht immer sterbe, bei meinem Talent. Ich würde ihn ja gern die Daumen drücken, aber... Nee. Du lachst eher, wenn das passiert, ne? Ja. Ja, weil 10-mal gesagt, drücken Sie STRG beim Runtergehen und Sie lernen nicht. Irgendwann muss fühlen, Blät. Na, nicht reingehen, die kannst du hinschmeißen. Die werden wir wahrscheinlich schnell genug verbrauchen. Okay. Kommt aber erstmal hier Kevin, in den Arsch von meinem Teddy. Kannst du dich hier mal links neben das Scheißhaus stellen und mir gleich ansagen, ob der Bauplan da gut ist? Moment. Ich kann an der einen Ecke da leider... Warte. Ups. So. Ich... Ah, so. Oh, ist das ein Krampf gerade. So. Sieht gut aus? Ja, sieht gut aus. Ja gut, okay, hier vorne steht da Vince, guck mal. Zaun drin. Guck mal zu mir. Also hier, das war so ein bisschen im Zaun drin, die Kugel. Ach, das ist nicht schlimm. Das ist okay, nicht schlimm. Guck mal. Ansonsten. Ist das bei euch auch so mit dem Lock? Yep. Ja, es sieht befremdlich aus. Normalerweise kann man sich damit nicht hinknien, deswegen. Und da ich kniend aus dem Zelt damit rausgekommen bin, sieht das etwas strange aus. Ja, es sieht sehr ungesund aus. Das hat sich auch ungesund angefühlt. Ein Lock mops ich die direkt mal. Ja, ich hab 4 schon oben, also. Ah, okay. Ich brauche keine mehr. Bin schon auf dem Weg zum nächsten Baum. Wenn du die übrigens an den Zaun wirfst, da wo David sein Zelt ist, dann können wir die durch den Zaun durchgreifen. Ah, ja gut, wir können das noch machen. Da wo Vince gerade steht. Okay, jetzt steht da der nicht mehr. Wüsste sowieso nicht, wo er steht, weil ich gerade am Baumfällen bin. Kann sich ja umgucken, trotzdem mit Alt. Das wäre zu einfach. Ja, an Litzaun. Ja, ich hoffe echt nur, dass wir unsere Base hier auf dem Server speichern können und sozusagen den Safe Game halt auf den anderen Server übertragen. Ja. Das wäre hart, wenn nicht. Ja, wenn nicht, ganz ehrlich, wäre es mir jetzt nicht so schlimm, weil da haben wir einen Trader, da könnten wir zur Not... Ja, nee, wirf das mal lieber hier vorne. Jawohl. Schnippi schnappi. Schnappi. So, ich brauche Nägels. Nägel sind auch noch in dem Bauzelt. 240 Stück im Base Building.
Hui! Ah, den Metal Sheets kann ich immer noch nicht wieder rausnehmen. Ist ja nicht schlimm, so kann sonst auch kein anderer klauen. Das stimmt. Lassen wir die Beile kaputt gehen? Also in der Theorie können das eigentlich, ne? Nicht alle, aber ein paar. Ja, also das war mindestens irgendwie 3 oder so als Reserve. Ich weiß nicht, wie viele haben wir noch haben, deswegen... 1, 2, 3 Beile, ein Beil habe ich, dann haben wir noch 2 Äxte, 3 Äxte große. Ja, also... Deins, was du hast, kannst du kaputt gehen lassen, wenn du willst. Ja, ich hatte mir gerade ein kleines geschnappt gehabt. Hast du dir alle Nägel rausgemopst? Ich glaube ja. Guck mal, jetzt haben wir ein Dach drauf. Cool. Aber jetzt sind hier oben wieder 4 Metal Sheets, die ich natürlich nicht rausnehmen kann. Verdammt. Ist doch egal. Mensch, warum hast du das vorher nicht da einzeln abgezählt und reingemacht? Ich weiß ja nicht, wie viele ich brauche. Also 6 braucht man für ein Dach. Learning by doing. Ja, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich, wie viele wir brauchen dafür. Bini? Ja, Bini. Einfach hinschmeißen. Ich nehme ihn dann schon. Ich hack mal noch fleißig weiter, ne? Jo. Wie ist das eigentlich bei dir? Kriegst du da die ganze Zeit nur ein Lock raus? Ja. Also ansonsten würde ich sagen, lass mal Max hacken. Ich habe vorhin 2 rausgekriegt aus einem Baum. Ja, dann machen sie mal. Dann erklärt Winnie mir mal Base Building hier, wie das funktioniert. Verdammt, falschen Rahmen gebaut. Nicht drauf geachtet. Hat mal jemand einen Crowbar? 14.000 Rubel. What für? 4x4. Ja, willst du das erst kaputt machen, dann das Ball? Ja, gib her. Liegt auf dem Boden. Was brauche ich dann dafür? Ein Hammer, ne? Den habe ich, den kann ich dir gleich in meine Hand drücken. Jo. Hier kannst du ja hier Schläger mit Nägeln. Hier kannst du ja mal hier an den Zaun gucken. Wenn du Tab drückst, du siehst ja, ne, also die Base ja schon steht, ne? Ja. Ja, ein paar Materialien haben wir auch schon reingeknüppelt. Also 70 Nägel, 10 Holz. Jetzt nimmst du einfach nur den Hammer in der Hand. Hier, falls du noch keinen hast. Nö. Dankeschön. So. So, dann musst du so ein bisschen, ja, mittig von dem Zaun gucken. Das ist da links unten an der Ecke vom Scheißhaus. Ja. Du meinst jetzt so. Bauenrahmen oben. Genau. Und da musst du dann jetzt mal einen oberen und unteren Rahmen bauen. Okay, dann fangen wir mal. Mal gucken, ob ich jetzt überhaupt noch 2 Loks rauskriege. Ich hatte ja einen Relock, ne? Ich krieg auch wieder nur noch einen. Ah, verdammt, das war ein geiler Bug. Ja, das war mal ein geiler Bug, dass da wirklich 2 rausgekommen sind. Kevin, wenn du einmal nur Linksklick machst, kannst du zwischen den durch. Dings, genau. So. Schade, dass die Masse dann despawned ist, die ich da fertig hatte. Jetzt erstmal nicht weiterbauen, weil jetzt müssen erstmal die Metal Sheets rein. Okay. Wo auch immer wir sie haben. Im Tower sind welche. Ja. Ah ja, gut. Okay. Ja. Also, anbringen. Klack. So. So. Jetzt auch wieder Metallwand unten und oben. Genau. Ja, das ist eigentlich so schon die Kunst des Basics. Ja, gut. Sieht schwerer aus, als es ist. Ja, ich finde also, im Gegensatz zur Beta ist es jetzt ein Traum.
Ein Traum. Es so dauert easy. Nicht mehr so lange, bis man die Snap-Points für den Hammer findet. Alter, hör mir auf. das war ja ein Kotzkrampf. Also ich habe die Platten wieder rausbekommen hier. Echt? Warum kriege ich die nicht raus? Und ich habe noch 10 Stück davon jetzt, ne? Hier, nimm mal. Ja, es sind 10. What? Was? Jetzt hat er... Versuch mal, die aus dem Tower auch noch rauszuziehen. Und geh mal oben rausziehen. Ganz oben sind 4 Stück drinne. Er hat sie raus. Kriegt sie raus. Ist wieder 10. Ist wieder 10. Alter. Oh mein Gott, ey. Ich habe einfach nur Doppelklicken aufgemacht, Max. Okay. Okay. Dann mach das mal bei allen, aber nicht bei den 20ern, nicht, dass da nur 10 drin sind dann. Alter, das sind wirklich 10er, Alter, wie geil. So. Jetzt splitten, 5er Splits machen, reinpacken, 10 rausnehmen. Ach, es wäre, das wäre eigentlich voll das Hardcore-Cheating. Aber ich wüsste gerne, ob es funktioniert. Also aus dem 20er habe ich jetzt einen 10er-Stack rausgekriegt. Ja, und ein 10er ist noch drin geblieben, oder was? Ja. Ja, dann ist ja gut. Ja, nee, das ist das. Das ist normal. Weil du kannst die halt nur in dieser Bauphase kombinieren. So. Jetzt nehme ich mal noch das 4er hier unten raus, aus dem ersten Stock, ne? Jo. Ja, ja, geil. Geil, Alter. Oh Gott, ey. Soll ich die anderen 10er hier auch noch rausnehmen? Wenn du kriegst, ja, so, oben, also ich meine, hier brauchen wir sie ja nicht mehr. Wollen wir beim Tower dann oben auch nur Holz bauen, oder? Mir ist es gerade überlege ich so, Alles aus Metall, ne? Ja, ganz ehrlich, wenn ich da 10er rauskriege, ja, das Ressourcen stimmt. Sparen. Dann kannst du oben wieder 10er reinpacken. Ich meine, so ein Holztower hat aber optisch irgendwie, finde ich, ja, den geiler. Ja, optisch hat das was, ne? Oder? Ich meine, man kann ja auch theoretisch ein Stockwerk aus Metall und eins aus Holz bauen. Ja, das untere machen wir generell aus Metall und die oberen hatten wir zuerst gedacht aus Holz, weil das Metall ja wertvoller ist. Das finden wir ja nicht ganz so oft. Ja, außerdem gibt es vielleicht nicht mehr so, dass man dann sich von oben zurückziehen kann. Ja. Mir ist das egal. Ich denke mal, wir hauen da ja bestimmt, wenn wir haben, Camo-Netze wieder an. Ja, das geht wir aber nicht so auf halben. Camo-Netze da im Zelt rumfliegen. Das geht aber nicht auf halben dann wieder, ne? Ja. Oben geht das halt wieder nicht mit dem Camo-Netz. Ja, dann baller ich da wieder hier Platten rein, ne, auf erster Ebene. Ja. So, warte mal, ich bin jetzt hier... Nee, bin ich... Ja, noch nicht im zweiten Stock. Doch, klar bin ich im zweiten Stock. Ja, der zählt nicht EG, erste, zweite, der zählt erste, zweite, dritte. In alle? Links, vorne, rechts? Ja. Genau, mussten alle rein, ja. Das Geile ist auch, du brauchst die mit Tab so nicht reinziehen, du brauchst die auch nur angucken und dann steht da anbringen. Dann kannst okay. Du so, zack, also wie beim Auto machen. Dann. Mhm. Ja, ja. Haben wir hier noch Nägel drin? Nee, ne? Oben müssten Nägel sein. Weiter oben. Ich habe die immer von Stockwerk zu Stockwerk geschoben. Ja. Dann nehme ich die jetzt mal mit hier. Oh Mann, Alter. Gestern von der Base-Building-Katastrophe wird hier zum Base-Building-Eldorado, ey. Ja. dann baue ich, oder? Ja, kannst Metallwand unten. Metallwand unten. Ja. Und dann nimm gleich mal wieder raus und guckst, ob wieder 10 sind. Oh, man sollte erstmal einen Hammer weglegen. Ja. Ja, sind es. Doch mal wieder rein, die 10, ne? Ja. So lange. Unglaublich, ey. Unglaublich. Jo, Vince, Anna, am Zaun stehen wieder. Da liegen wieder. Rubel. Also sagst du, das Geldsystem funktioniert aber. Rubel 1000. Inventory. Guck mal, es klappt.
Geil. Schade. Ich habe nur 2 Rubel. Rubel. Ich frage mich jetzt, ist das wieder nur bei ihm der Bug oder hat den jeder? Ihm und Dori. Wahrscheinlich nur bei mir. Wieder nur eins. Also ich kann es ja mal probieren, da mal ein Mittel rausziehen. Warte mal, ich mach Doppelklick. Funktioniert bei mir auch. Okay. Funktioniert leider nicht bei den Nägeln. Gemerkt. Ja. Die kannst ja so easy raus und rein. Die klatsche ich dann auch hier wieder. Reicht erstmal ein Loks, oder? Ist das richtig, dass du hier oben im dritten Stock... Nee, da habe ich mich vertan. Müssen wir mit dem Brecheisen wieder rausziehen. Da komm, ich hol jetzt ein Brecheisen und dann mache ich den wieder raus. Da habe ich nicht drauf. Die anderen bauen? Ja, die anderen kannst du schon bauen. Dann baue ich Holzwand unten hier schon mal. Nee, nicht Holz. Oder wolltest du jetzt da auch Holzwand machen? Hast ein Bild bei WhatsApp? Willst du da jetzt nicht Metal oder Holzwand? Weiß ich nicht. Vince? Ja, ja. Auf dem Wachturm ganz oben Holz oder Metall? Mir ist das eigentlich egal. Sonst würde ich Holz bauen hier oben. Ja, ich fand Holz, fand ich irgendwie, sah optisch irgendwie, hatte mehr was, ey. Das hat irgendwie so Siedler-Feeling, ey. Dieses Blech, das sieht irgendwie so quarantänemäßig aus, lol, ey. Ah, geht doch. Ja, du Scheiße. Ich kann nicht bauen, wenn du am Bauen bist an dem Turm, okay. Ach, ja. Deswegen hast du so, hä, gesagt, weil ich am Bauen war. Wenn ich baue, kannst du nicht bauen und andersrum genauso. Ganz genau, weil ich gerade nicht bauen konnte. Deswegen war ich leicht verwirrt, aber dann ging es urplötzlich und deswegen... Ja, wollen wir dann hier auf der Ebene auch offen lassen? Ich habe übrigens auch wieder 10 Bretter, ne, wenn ich die rausgezogen habe. Lol. Kann sein, dass da mehrere drin waren, ne? Nein, da waren nur 3 drin. Und okay. Hab jetzt einen 10er Stack. Okay, man muss die also mit Doppelklick rausholen, damit das funktioniert, okay. Also ich habe die jetzt alle eingesammelt. Heftig, ey. Oh, hast du noch ein Bild? Okay. Unglaublich. Unglaublich, ey. Ja, was ist? Wollen wir auf... Hast du ein grünes M4? Hat er painted, wa? Pry by Sportsanbrille. Okay, Clothing Trader. Ja, das ist ja cool.